Ihr Sohn Julius wurde Mitte Mai geboren. Das Paar ist nun glücklich, ein Kind zu haben. Die Leihmutterschaft war die einzige Möglichkeit, für das Paar Eltern zu werden. Gerhard und Isabel möchten nun wieder Biotexcom-Klapperstörche in Anspruch nehmen. Sie träumen jetzt von ihrem Familienglück zu dritt und demnächst zu viert, weil sie noch ein Kind möchten. Wir haben uns dafür entschlossen, war unser Kind auf uns von Anfang an sehr, sehr groß. Meine Frau hat zwar schon zwei Kinder, für mich ist es das erste. Und wir denken einfach, auch in unserem Alter, in dem wir sind, ist es besser, wenn Kinder zusammen aufwachsen. Nicht isoliert als Einzelkind, sondern zusammen. Und wenn sie Geschwisterchen haben. Wenn sie Geschwisterchen haben. Das ist für die Kinder besser und für uns auch, weil dann haben wir im Prinzip, man sagt so in Deutschland, in einem Abwasch ist das, geht das denn durch, bevor wir jetzt noch viele Jahre warten. Und die Kinder dann auch isoliert werden, was auch für uns natürlich Konsequenzen haben würde, ist das so angenehmer für uns. Daher ist das unser großer Wunsch, noch ein zweites Kind zu haben. Egal welches Geschlecht, ja. Wir haben da jetzt gar keine Bestimmungen, mehr extra Wünsche. Wir nehmen es so, wie uns der liebe Gott das gibt. Ja, ich wollte eine frohe Botschaft an Sie heute verkünden. Dass Ihre Leihmutter schwanger ist und es alles perfekt. Mein Gott, das ist eine tolle Nachricht. Das ist aber toll. Damit, ja, das damit ja, wir waren schon ein bisschen irritiert. Ja, weil es hat ja noch etwas länger gedauert. Ja. Die Lena sagte ja, sie war sich noch nicht so sicher und heute käme denn die endgültige Untersuchung. Aber das ist ja eine super, super schöne Nachricht. Mein Gott, Maria, toll, das zu hören. Es ist so, Maria, man muss verstehen, dass die Frauen nicht gerade in Kiew neben dem Krankenhaus wohnen. So, es ist auch manchmal kompliziert für sie zu verreisen und deswegen, das war die Verspätung. Das war es, aber ich weiß es nicht. Ich wusste, dass das gut klappen wird. Was heißt das? Das heißt, ein blaues Konfetti ist herausgefallen. Das heißt, ein Junge. Es wird ein Junge. Wow! Isabel wusste es, war ein Bruder, mein Gott. Meine Junge, ich kann es nicht glauben, Maria, mein Gott, ist das schön. Oh, wie schön. Oh, ist das schön. Mira para acá.
Erlebnis, das du mit der Taufe empfangen hast, immer bei dir bist. Ja. Bewahre dieses Licht in allen Stunden deines Lebens. Ніколи не думали, що у вашій країні розпочнеться війна. Я думаю, що ніхто не думав. Ніхто, крім однієї людини, цього тирана в Москві. Льорінс народився на початку березня в Києві, передчасно, на 5 тижнів. Ми не знали, що робити, але одразу ж вирішили, що нам потрібно їхати і забирати його. Нам було неважливо, скільки це коштуватиме. Вони поїхали у Київ попри активні бойові дії навколо з Німеччини на власному авто до Львова, далі потягом. Вони бачили, як летять ракети і чули вибухи. Їхній син чекав на них в бомбосховищі. Льорінс прожив ось так 17 днів, а потім мусив здолати подорож довшу, ніж 2000 кілометрів на авто. І він впорався з цим дуже добре. Pasito, nene, pasito. Mucho amor, chiquito. Atrás. No importa. Ми дуже пишаємося вашою країною. Наша відповідальність дозволити дітям дізнатися, як вони були народжені. Особливо Льорінцу. Він має знати, наскільки було важко не йому, а його країні.